Obwohl von außen nicht sichtbar, waren Lichtschwerter eine komplexe Kombination aus mechanischen Teilen und einem Kyberkristall, die einen geschlossenen Kreislauf bildeten. In der Basis des Lichtschwerts befand sich eine Energiezelle, die Energie durch fokussierende Linsen schickte. Diese Linsen wandelten die Energie in Plasma um und drückten es in Richtung des Kyberkristalls. Als Herzstück des Lichtschwerts bündelte dieser Kristall das Plasma weiter und bestimmte auch die Farbe, Länge und Konzentration der Lichtschwertklinge. Das Schwert entlud das Plasma durch einen Emitter als Klinge, aber es erzeugte auch gleichzeitig ein Eindämmungsfeld, um zu verhindern, dass die Klinge zu lang wurde. Dieses Eindämmungsfeld kehrte auch die Richtung des Plasmas um und schickte es durch einen Supraleiter zurück in die Energiezelle. Auf diese Weise funktionierte das Lichtschwert als Energie- und Plasmakreislauf, sodass es fast endlos laufen konnte. So viel zur vereinfachten Erklärung der Hauptfunktion. Aber es gab noch eine weitere wichtige Funktion, die bei allen Schwertern gleich war. Sollte der Träger sein Lichtschwert unbeabsichtigt loslassen oder verlieren, wurde es automatisch deaktiviert. Doch wieso ist das so und welche Erklärung steckt dahinter? Und um genau diese Fragen soll sich dieses Video hier drehen. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Lukes Lichtschwert deaktivierte sich, als Vader ihm in Episode 5 das Imperium schlägt zurück die Hand abschnitt. Auch deaktivierten sich in Episode 1 die dunkle Bedrohung, die Schwerter von Qui-Gon Jinn nach seinem Tod und Darth Mauls Schwert bei seinem vermeintlichen Tod. Die Erklärung für diese Funktionsweise ist relativ simpel. Es handelt sich hierbei schlicht und einfach um einen sicherheitstechnischen Grund. Die Griffe der Lichtschwerter waren druckempfindlich und das Schwert ließ sich nur dann einschalten, wenn es in der Hand gehalten wurde. Sobald man sie losgelassen hatte, schalteten sie sich wieder automatisch ab. Durch diesen Umstand wurde verhindert, dass Lichtschwerter weder Böden noch Wände durchschnitten, aber man schützte auch Verbündete und vor allem sich selber. So trug man keine weiteren Verletzungen von sich, sollte man es aus Versehen oder im Kampf mal verlieren. Einige werden jetzt aber zu Recht sagen, Moment, wenn ein Jedi oder Sith sein Lichtschwert warf, ging es ja schließlich auch nicht aus. Und das ist korrekt, denn hierbei handelt es sich um eine Ausnahme, die auch wieder relativ leicht zu erklären ist. Warf ein Machtanwender sein Schwert, dann hatte er es so geworfen, dass es nach dem Wurf wieder zu seinem Träger zurückkehrte. Das lag daran, dass der Werfer dieser Waffe den Wurf mit der Macht steuerte und lenkte. Und gleichzeitig hielt er den Druck auf den Lichtschwertgriff aufrecht. Hierdurch blieb das Lichtschwert bei der gesamten Aktion immer an. Obwohl diese Funktion mit dem Druck auf den Lichtschwertgriff oft übersehen wird, ist sie ein wesentlicher Bestandteil der Funktionsweise von allen Schwertern, die eigentlich jeder Machtanwender, sowohl Jedi als auch Sith, in ihr Schwert einbauten. Und wenn ich mich richtig erinnere, kenne ich auch kein Lichtschwert, das anblieb, nachdem sein Träger es verloren hatte oder starb. Sollte euch eine Ausnahme einfallen, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wären wir mit diesem kurzen Video auch schon wieder am Ende angekommen. Wie immer hoffe ich, dass euch diese kurze Übersicht gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.